Grüß dich, Servus, Euda. Heute geht's ab nach München, wie ihr gerade schon an meiner Begrüßung gehört habt. Denn dort steht die E-Mod an. Zusammen mit BMW werde ich da von 14 bis 16 Uhr beim BMW-Stand sein. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir packen jetzt eben die Sachen. Dann geht's ab zu Knatter, weil die kommt mit. Let's go. Viel Spaß beim Vlog. So, Rucksack ist auf. Sieht aus wie ein Schuljunge. Ab zur Schule. Und ich hatte mir heute eigentlich noch, vorgestern hatte ich mir neue Schuhe bestellt. Dann hatte ich einfach die Hoffnung, dass die heute noch ankommen. Aber sie kamen nicht an. Und jetzt schau ich das mal an hier. Wenn es nass ist, dann werden meine Füße auch nass. Sind jetzt bei Knatter, wo sind deine Katzen? Ist ja richtig ordentlich hier. Mäuschen, hättest du doch nicht für mich aufräumen müssen. Mäuschen, ich habe schon wieder Angst, dass du mich liegst. Hast du alles mit? Oh, Alter, das ist hell. Hast du alles mit? Ja. Ja? Ja. Aber ich glaube, eine Sache hast du vergessen. Mäuschen. Ich dachte, da sind die Katzen. Achso, nee. Hallo. Na siehste, wer ist das? Pamuk. Das ist meine Katze. Wie mal Hallo sagen? Oh, das ist viel zu hell für den. Ist aber voll cool damit. Ja, ist richtig cool. Okay, wir fahren jetzt los. Wer fährt? Ich fahr, oder? Damit wir sicher ankommen. Ich fahr. Junge, ich fahr mehr Auto als du, zumindest Autobahn. Aber schlechter. Eventuell. Los geht's, oder was? Was sagt denn das Navi? 6 Stunden, Alter. Boah, hätten fliegen sollen. So, 4 Stunden 18 noch. Erste Pause. Soll ich mal Lichter machen? Blendet dich das? Und jetzt wechseln wir mal. Nein, jetzt fährt Papa mal. Nein, du kannst doch. Nein, du fährst nicht bei Regen. Kannst du doch. Nein, Chris, ich meine es ernst, du fährst nicht. Definitiv. Das klären wir noch. Abseits nee, der Kamera. Nicht. Nein, du fährst doch. Nicht. Nein, ich schwöre es dir bei allen. Pack doch mal da drüben, ich gehe nicht auf Toilette. Achso. Nee, nee, jetzt kannst jetzt du da drüben packen. Na, jetzt fahre ich dahin aus Prinzip. Ja, und dann fahre ich weg aus Prinzip. Halt's mal, Mann! Du fährst nicht. Mann, Chris, ich schwöre dir, ey. Ach, was rede ich eigentlich? Mein Auto, du kennst mir gar nichts. So, hallo und herzlich willkommen. Bei der Knatter-Crew. Falscher Kanal. Ach ja. Beim Carbonal. Wir haben noch. Geht's denn? Oh. Wir haben noch 335 Kilometer vor uns. Chris fährt seit einer Stunde und ich habe eigentlich Angst, wenn jemand anderes fährt. Aber ich muss sagen, Chris, 10 von 10. Ich fühle mich sehr sicher. Nein, Alex! Danke. Nein, also, ja. Danke, jetzt fühle ich mich gerade nicht mehr so gut. Blendet dich das eigentlich? Weil, kannst du mal nach vorne gucken? Blendet dich das eigentlich? Das ist ein LKW. Willst du jetzt noch was sagen? Ja. So, ich muss mich hier mal ganz kurz beschweren. Anhänger, Blinker links. Kaputt. Aber ich sag dir, dass die ganzen Probleme, auch was davor war mit der Verschmutzung, ist erst seitdem du fährst. Also würde ich mir mal Gedanken machen. Weil er jetzt mal normal bewegt wird. Nein, normal! Ich mach jetzt hier aus, ich mach jetzt aus. So, Baustellenzeiten werden natürlich für Fluppen benutzt. So, 1 Stunde 35 noch. Könnte ein bisschen länger dauern, jetzt fahre ich ja nicht mehr. Bestes Wetter, Mäuschen. Wir sind angekommen. 6 Stunden später und hier regnet's. Abrennen ins Hotel. Musi ist auch am Start. Da muss ich jetzt irgendwas Lustiges sagen. Sag, ja. Erzähl mal einen Witz. Alles Gute erstmal zu 1 Million. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Gerne. Danke. Naja, Witz. Mann zum Bäcker. Sagt der Mann, ich hätte gern 99 Brötchen, sagt der Bäcker, warum nicht 100? Dann sagt der Mann, wer soll den alle essen? Danke. Der war, also ich finde, es war ein guter Job. War gut, ja. 9 von 10. Wir spielen jetzt darum, wer die Rechnung zahlt. Ja, deswegen fange ich jetzt auch an. Das ist praktisch hier der Taschenrechner. Random Nummer ist da von 0,001 bis 0,999. Niedrige Nummer zahlt. Knatter hat jetzt 0,25 gedrückt. Digga, das gibt's doch schon wieder nicht, Alter. Bezahl den guten Mann, bitte mit Trinkgeld. Nee, will ich nicht, weil das Essen so beschissen macht. Ich bezahl kein Stück. Nichts, ich zahl gar nichts. Ich bezahl den genauen Betrag. Dafür gebe ich kein Geld aus. Und mein Fleisch, mir geht's nicht gut. Dir geht's nicht gut? Mir geht's echt nicht gut. Mir geht's nicht gut, okay? Was hast du gesagt? Ich will den Schlüssel, ich will dein Zimmer kacken. Ja, Chris ist gerade auf meinem Zimmer groß machen. Kannst du die Tür dann eigentlich auch wieder zumachen? Alter, ist das Schönen guten Morgen, Freunde. Ich habe richtig beschissen geschlafen. Ich glaube, ich bin um 3 Uhr eingeschlafen, habe jetzt bis 9 geschlafen, 6 Stunden. Und ich bin richtig empfindlich, was Kopfkissen angeht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber meins muss richtig schön weich sein. Mein eigenes von zu Hause. Und die waren viel zu hoch, viel zu hart. Und merke ich gleich im Nacken. Knatter! Mäuschen! Wir sind hier am Vloggen, yo! So, mal, ich im ersten geschlafen. Oh, Alter, ey, richtig schlecht, wirklich. Ich habe auch richtig scheiße geschlafen. Wegen den Kopfkissen. Ey, ohne Scheiß, ne? Die Kissen, die sind so hoch, guck dir das mal an. Also, wer schläft denn da drauf? Stehst du so dann? Ja, ist einfach wahr. Senkrecht drauf geschlafen. Ich habe irgendwann auch ohne Kissen geschlafen, also, das war richtig eklig. Das Kleine geht ja sogar. Aber das ist auch viel zu hart.
Würdest du sagen, dass das ein großes Würstchen? Das ist ein riesiges Würstchen. Also ohne Scheiß, ein großes Würstchen. Je kleiner die sind, desto stabiler sind die auch. Mein Ei. Ab zum Sport oder was? Nee. Ach so, scheiße, jetzt zeigst du dich ja nicht. Wer wiegt mehr? Du. Na, Mopsi. Mopsi, 85. Das ist gut. Ja, meine Klöte sind hin und her schwingen. Ja, Mopsi. Digga, nee, oder? So aufgesetzt oder was? Ach geil, Alter, das sind so eine Bügel. Ach fein, alles gut. Na, wenn alles gut ist, dann können wir jetzt zum Jeansladen fahren. Ey, Chris, wirklich, also... Ja, gib mir jetzt Schleißheimer Straße 106 ein. Ja, der Weg dahin ist zum Hotel. Okay. Das sind alleine 30 Minuten, das sind insgesamt 45 Minuten Fahrtweg, die wir sind. Da sind wir erst 12.15 Uhr und du willst noch deine Jeans aussuchen. Das wird wirklich zu knapp. Da brauche ich 5 Minuten. Chris, Alter, dann wenn wir 13 Uhr erst zur Messe fahren, ist fein für mich. Die Messe ist doch 5 Minuten von uns. Deswegen ist es okay, wenn wir 13 Uhr erst losfahren, dann bin ich fein damit. Nimmst du jetzt die ganze Zeit auf? Ja, ja. Muss ja jeder sehen, was du für eine Diva bist. Ja, da schon, weil ich das ist hasse, mich unter Hektik, ich hasse es, mich unter Hektik fertig zu machen, wirklich. Nur weil du jetzt eine fucking Jeans, wen interessiert denn eine fucking Jeans? Wie kommt man auf die Idee, kurz vor der Messe sich eine Jeans zu kaufen? Ich habe jetzt Bock auf eine schwarze Jeans. Alter, du bist so ein Kind manchmal. Weil ich Bock habe auf eine schwarze Jeans? Ja, jetzt, auf Zeitdruck, was ist das? Wir ist, können doch, nachher, ist doch gar kein Zeitdruck, lass doch ganz entspannt da jetzt hinfahren. Ey, du, wirklich, du regst mich so auf, ich muss mich echt zusammenreißen, dir nicht eine reinzuhauen, ich mein's ernst. Auf meine Brille habe ich mich auch gesetzt, die ist jetzt kaputt, das fuckt mich gerade alles ab. Ich dachte, die ist nicht kaputt. Ja doch, ist sie an der Seite, weil sie locker ist. Jetzt muss ich wieder zu Apollo und dann sehe ich wieder nichts. Mann, ey, Chris, wirklich. Ja, wärst du mal gleich mit gesunden Augen auf die Welt gekommen. Bin ich auch. Boah, Digga. Ich bin sauer, lass mich in Ruhe. Soll ich fahren? Du machst mich so aggressiv, ich schwör's dir. So, also da Knatter so schlechte Laune hat, fahren wir jetzt einfach zum Hotel. Ja, genau. Na, erzähl doch mal, was gerade passiert ist. Ja, hier gab's keinen Laden. Erzähl doch mal eine halbe Stunde, ey. Du bist so ein Vogel, bitte. Nee, war mir auch wichtig, dass du dich nicht stresst und das war da auch Rücksicht auf dich nehmen. Ja, ja. Hier ist jemand gegengefahren. Ey, fickt euch doch. Ey, ich krieg schon wieder die Krise, wirklich. Aber Hauptsache, wir sind gesund. Aber von wo ist denn das? Dann ist es ja von da, wo ich stand, vor dem Hotel. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal an der Front geguckt? Der Italiener war das bestimmt. Penner. Also ich ärgere mich auch ein bisschen, dass der Outlet zu hatte. Ach man, Chris, ist nicht lustig jetzt. Ich bin, Mann, ey, meine Brille geht kaputt, mein Auto. Aber du bist gesund. Ja. Und das zählt. Wollen wir oder was? Ich sitz vorne. Ich sitz vorne. Ich sitz vorne. Ich bin größer. Ja, wenn du als erstes einsteigst, musst du den Sitz auch vormachen. Nein. Ich sitz vorne. Ich hab Shotgun gecallt. Nein, ich sitz vorne. Ich hab das zuerst gesagt. Du bist so ein Kacklaufen. Gleich, jetzt steig ein, Nathalie. Los, Mäuschen, Rinder. Du hast mich auf den Arsch gehauen. Sexuelle Belästigung von dir kotzt mich an. Du hast mir schon Schläge angedroht heute. Ja, da oben. Echt jetzt? Du hast so rote Augen, Alter. Ich hab sechs wach, glaube ich, Digga. Was hast du so lange gemacht? Bist du noch in der Bahn rumgefahren? Ich kann aktuell irgendwie nicht pennen, Alter. Das ist echt behindert, Mann. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Sind ein bisschen zu spät. Ich filme in die andere Richtung. Ach so. Sage mal, geht's dir noch ganz gut da hinten? Ich markiere erstmal mein Revier. So, habt ihr Bock? Ich weiß nicht, was ich hier mache. Mega. Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Tim, du musst übrigens beide ständig zensieren. Ja, aber wenn du das nicht richtig machst, kriegst du einen aufs Maul. Ja, und dann kannst du aber anzeigen und richtig Geld abpressen. So, warte, wir müssen zu C. Was hat das C? Mit Maske musste man halt auch nie lächeln. Jetzt ohne Maske muss man immer so. Ja. Also bei mir war es so, ich habe trotzdem immer gelächelt. So, Freunde, Autogrammstunde ist zu Ende. Ich bin am Bierchen trinken. Ich glaube, ich habe jetzt schon 4 Bier getrunken. Bin ein bisschen betrunken. Moji da vorne? Manchmal waren irgendwelche Fotos und dann meinte ich, ah krass, du hast Moji-Hoodie an. Da hinten steht er, geh mal zu ihm. Wo Knatter ist, keine Ahnung, die habe ich einfach verloren. So, Freunde, Messe ist zu Ende. 5 Bier später. War sehr cool. Wirklich danke an alle, die gekommen sind. Moji fährt mich jetzt noch zurück zum Hotel. Dann werde ich mit Knatter noch was essen gehen. Und hier pinkel ich jetzt erstmal an den Baum. With the